Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich möchte eine neue Reihe starten mit 5 Tipps zu verschiedenen Themen. Begonnen natürlich so ein bisschen mit den buchlastigeren Themen, wie es so ein bisschen zu meinem Kanal auch passt. Aber natürlich auch einfach vielleicht so mit Alltagstipps und Tricks, zu denen ich immer mal wieder Fragen bekomme. Und die meistgestellte Frage auf meinem Kanal ist wohl, wie ich es schaffe, so viel zu lesen. Da möchte ich aber direkt mal sagen, dass ich niemand bin, der sich mit anderen vergleicht. Und ich würde euch im Grunde diesen Tipp schon vorab auch geben. Versucht nicht daraus irgendwie einen Sport zu machen, einen Wettbewerb zu machen oder ähnliches. Jeder liest eben einfach das, was er in seiner Freizeit schafft, was er möchte. Er liest auch, wie viel er möchte. Aber bei mir ist es natürlich schon so, dass ich das natürlich auch früher vor BookTube schon in meinem Umfeld gemerkt habe, dass ich wirklich jemand bin, der im Vergleich jetzt mit anderen doch einfach mehr lese. Ich habe im Freundeskreis durchaus Freunde, die auch so, ich sag mal, ein Buch pro Woche lesen oder auch 2-3 Bücher im Monat. Und ich habe auch Freunde, die lesen nur 2-3 Bücher im Jahr. Das ist aber nichts, was ich in irgendeiner Art schlimm finde oder sonstiges, sondern die Leute machen dann eben auch einfach etwas anderes. Und da ist es natürlich auch ganz spannend, dann zu sehen, wo haben andere Leute ihre Hobbys. Und da ich aber immer wieder gefragt werde, besonders auch bei Monatsrückblicken bin ich das gefragt worden, auf Instagram, bei meinen Bücherwochen, es erreichen mich auch immer mal wieder ein paar E-Mails, wollte ich jetzt dieses Thema einfach auch zum Auftakt nehmen und ihr habt es in der Überschrift schon gesehen, ich habe es jetzt auch einfach mal die 5 Tipps zu mehr Lesen genannt. Wenn man einfach selbst sagt, ich möchte mehr lesen, aus welchen Gründen auch immer, wo man dann eben einfach vielleicht sich im Grunde da irgendwie Tipps holen kann. Und ich versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen zusammenzufassen, was ich einfach im Umfeld merke, wo ich erkenne, okay, was mache ich tatsächlich vielleicht anders wie andere? Obwohl das jetzt nicht etwas ist, was ich sehr bewusst und gerne tue, aber um euch jetzt natürlich Tipps zu geben, musste ich das natürlich sozusagen machen und gebe diese Tipps jetzt einfach auch mal weiter. Und der erste Tipp ist, priorisiere deine Zeit zum Lesen. Ich sehe Lesen als absolutes Hobby, wenn nicht gar als Leidenschaft. Ich liebe das Lesen und es nimmt schon Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, einen sehr großen Platz in meiner Freizeit ein, weil ich es einfach zu 90% am liebsten tue, wenn ich von der Arbeit heimkomme, wenn ich abends Zeit habe, wenn ich am Wochenende Zeit habe, im Urlaub. Ich nehme mir bewusst diese Zeit zum Lesen und ich priorisiere im Grunde mein Leben auch so dahin, dass ich diese Zeit habe. Das klingt jetzt so ein bisschen strikt und man könnte meinen, oh mein Gott, Steffi, jetzt liest du und verpasst andere Dinge. Nein, so ist das natürlich nicht. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Fernsehen und Lesen, nehme ich das Lesen. Wenn ich die Wahl habe, gelangweilt vielleicht irgendwo Zeit totzuschlagen oder zu lesen, wähle ich das Lesen. Wenn ich die Möglichkeit habe, Autobahnfahrt, Musik zu hören oder Hörbuch zu hören oder zu lesen, würde ich immer das Lesen oder das Hörbuch nehmen. Also ich priorisiere gedanklich immer wieder das Lesen nach oben und schaffe so einfach viel Zeit für mich, um auch diesen Lesegenuss genießen zu können. Der zweite Tipp ist, lese, worauf du Lust hast. Das ist wirklich was ich absolut jedem immer empfehlen kann. Es nützt nichts, sich Bücher herauszusuchen, wo man denkt, die muss man gelesen haben. Also das hört man ja gerade in der Schulzeit sehr häufig bei den Klassikern, bei den großen Weltbestseller-Autoren und keine Ahnung. Und eigentlich hat man gar keine Lust, die Welle zu lesen oder wie hieß das im Norden, die Geschichte, die da spielt, ich habe schon wieder verdrängt. Geschichten, mit denen ich so gefühlt nicht viel anfangen konnte. Und ich würde sowas zum Beispiel nicht in meiner Freizeit lesen. Ja, auch ich habe mir den einen oder anderen Klassiker natürlich vorgenommen. Ich liebe Shakespeare, ich habe auch schon Goethe gelesen und wie sie da alle hießen. Und natürlich greift man da mal zu und gerade bei Shakespeare ist da natürlich auch meine Liebe zu ihm dadurch entstanden, dass ich ihm einfach die Zeit für 2-3 Werke gegeben habe, weil ich dann merkte, das ist was für mich. Wählt ein Buch, worauf ihr gerade absolut Lust habt. Und wenn ihr nach 50, 60 Seiten in diesem Buch merkt, ach Mensch, irgendwie
das ist gerade nicht, das passt nicht zu meiner Stimmung, das passt gerade vielleicht auch nicht zu meiner Weltanschauung, das passt auch gerade einfach nicht ins Leben und zu mir, und dann hört einfach auf, dann pausiert dieses Buch und greift zu einem anderen Buch. Ist euch gerade nicht nach Thriller, dann greift zu einem Liebesroman. Ist euch der zu schnulzig, dann holt euch einen Krimi. Wollt ihr vielleicht ein bisschen was Historisches anstelle in Krimi, dann greift dazu. Sucht euch auch Mixgenres heraus, wenn euch danach ist. Sucht euch das Buch, worauf ihr gerade Lust habt, wofür ihr im Grunde brennen könnt, wo ihr wirklich relativ schnell merkt, dass euch dieses Buch einsaugt. Und dann bleibt dran und pausiert ein Buch, wenn es eben nicht eures ist. Beziehungsweise lest auch einfach parallel zu irgendeinem Buch. Wenn ihr sagt, mir ist jetzt gerade nach Liebesgeschichte, abends ist euch dann vielleicht nach dem Krimi, der auf dem Nachttisch liegt, und lest eben einfach in eurer Lesezeit das, worauf ihr Lust habt, wofür ihr wirklich jetzt gerade brennt. Und das ist sowieso das Wichtigste. Immer das tun, wofür, also gerade in der Freizeit natürlich, in der Arbeit kann man sich ja manchmal nicht aussuchen, aber in der Freizeit sollte man das Leben wirklich sich so gestalten, dass es zu einem passt und dass man das gerne tut, was man macht. Es gibt nichts Schlimmeres, als in seiner Freizeit etwas tun zu müssen oder etwas lesen zu müssen, sondern sucht euch da was raus, was euch gefällt. Pausiert ein Buch, brecht es auch einfach mal ab, legt es wieder ins Regal zurück, greift zu einem anderen Buch. Auch wenn ihr vielleicht nur, ich sag jetzt mal, 3-4 Bücher zur Auswahl habt zu Hause, denn nicht jeder hat so einen großen Stapel ungelesener Bücher, wie es vielleicht die Booktuber haben, wie es ich auch habe. Aber ich denke mal, so 2-3 Bücher hat gefühlt ja fast jeder zu Hause, oder guckt euch einfach mal in der Buchhandlung um oder natürlich auch im Online-Buchhandel, wenn ihr gerne E-Books lest. Was spricht euch da an? Worauf habt ihr Lust? Und dann lest das. Auch sehr empfehlen möchte ich euch Hörbücher, denn man hat immer ein bisschen Hörzeit nebenbei. Ja, ich habe von einigen schon gehört, dass sie sich dann nicht aufs Hörbuch konzentrieren können, wenn sie dabei putzen, wenn sie Auto fahren oder ähnliches, aber probiert es einfach mal aus. Holt euch ein Hörbuch, die gibt es ja zum Beispiel auch kostenfrei bei Spotify, es gibt Audible, wo man eine Flat hat, es gibt noch andere Plattformen, man kann sich auch ein Hörbuch im Handel kaufen und über, ja, dem Handy, über Apps hören oder auf dem klassischen MP3 oder auch einfach in den CD-Player stecken. Diese Möglichkeit hat man ja bei einem Hörbuch. Greift da einfach mal zu und probiert es. Wirklich mal beim Putzen, beim Bügeln, beim Autofahren, auf Zugfahrten. Ich finde das unglaublich entspannend, beim Zug hinauszusehen und trotzdem eine Geschichte zu hören. Und wo ich eben nicht hochkonzentriert mit dem Buch da sitze und alles um mich herum eigentlich abschalte. Ich kann da wunderbar entspannen. Es gibt gefühlt nichts Entspannenderes für mich als Hörbuch während der Zugfahrt. Entspannt mich noch mehr, als es zum Beispiel Musik tut. Und probiert es mit den Hörbüchern aus. Ihr schafft hier Hörzeit, Lesezeit, in der ihr eben eigentlich nicht lesen könnt. Denn während der Autofahrt sollte man, wenn möglich, nicht unbedingt ein Buch lesen, oder wenn man putzt oder bügelt. Ja, man kann natürlich ein YouTube-Video schauen, man kann einen Podcast hören, aber da sind wir wieder beim Priorisieren. Wenn ihr mehr lesen wollt, mehr Geschichten in euer Leben bringen wollt, dann entscheidet euch einfach mal für ein Hörbuch. Ich habe auch auf YouTube schon das ein oder andere Hörbuch gesehen, was man dann im Grunde einfach wie ein Video laufen lassen kann. Probiert es einfach mal aus. Und wer Probleme mit Hörbuch hat und sagt, mir ist das manchmal zu langweilig, meine Gedanken schweifen ab, dem empfehle ich, die Geschwindigkeit höher zu stellen. Auch mir ging es anfangs immer wieder so, dass ich dachte, puh, die Geschichte ist aber langweilig. Und es war aber eigentlich gar nicht die Geschichte, sondern es war der Erzählstil und der Sprachstil und der Sprechrhythmus und die Geschwindigkeit. Und ich habe dann einfach sukzessive, peu à peu, wie man so schön sagt, die Geschwindigkeit hochgestellt, habe dann so mit 1,25 gehört, dann war ich irgendwann bei 1,5, dann bin ich immer so ein bisschen weitergegangen und aktuell bin ich tatsächlich bei doppelter Geschwindigkeit. Und mich hat letztens jemand unter einer Bücherwoche gefragt, wirklich doppelte Geschwindigkeit? Ja, es ist die zweifache Geschwindigkeit. Das heißt, aus einem Hörbuch von 10 Stunden mache ich ein Hörbuch von 5 Stunden. Und ja, ich gebe jedem recht, der erstmal sagt, oh mein Gott, das klingt aber alles super schnell, der macht gar keine Pause, das fühlt sich gestresst an. Ja, das kann ich absolut verstehen. Tastet euch einfach langsam heran. Also auch ich habe nicht von 1 auf 2 gehört, sondern bin nach und nach immer so ein bisschen höher gegangen, bis ich jetzt gefühlt bei dem Tempo bin, in dem ich auch lese. Also ich habe das, den Tipp habe ich von einem guten Freund mal gehört, der gesagt hat, ich habe tatsächlich ein Hörbuch gehört und habe gelesen und habe dann bei der Geschwindigkeit
ja, beim Hören im Grunde dann gestoppt, in dem Tempo, in dem ich selbst sozusagen gelesen habe. Und das ist bei mir in vielen Fällen die doppelte Geschwindigkeit. Ja, ich habe auch schon das ein oder andere Hörbuch ein bisschen weiter runtergedreht, zum Beispiel die Harry Potter-Reihe, weil ich die tatsächlich da einfach viel zu schnell war, weil Rufus Beck an und für sich einfach schon einen sehr schnellen Stil hat. Das ist natürlich von Sprecher, von Geschichte auch einfach unterschiedlich. Ich habe aber auch kein Problem, die Geschwindigkeit dann ein bisschen runterzudrehen. Aber probiert das einfach mal aus. Also ich habe das jetzt bei zwei Freunden erlebt, die immer gesagt haben, Mensch, irgendwie ich schweife ab, mir wird das zu langweilig mit Zuhören, dreht die Geschwindigkeit mal hoch. Es muss nicht an der Geschichte liegen, dass sie langweilig ist, sondern vielleicht an dem Stil, wie sie euch erzählt wird. Dann der große Tipp, den ich immer sehr, sehr vielen und so gebe, ist, schalte den Fernsehen aus, schalte das Smartphone aus. Alle möglichen Ablenkungen sollten einfach weg sein. Nehmt euch einfach bewusst diese Lesezeit. Lasst da nicht den Fernseher nebenbei laufen, der euch vielleicht ablenkt. Lasst nicht das Smartphone ständig bimmeln, wenn ihr euch jetzt eine Stunde zum Lesen nehmt. Nehmt euch diese Zeit für euch. Ja, ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach. Gerade das Smartphone lockt ja mit den Ablenkungen schlechthin. Aber versucht euch da einfach ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Macht mal die Push-Benachrichtigungen im Smartphone aus. Macht mal den Klingelton runter für WhatsApp, SMS. Anrufe könnten ja wichtig sein, die würde ich vielleicht anlassen. Ist natürlich auch gerade so ein bisschen Zeit. Erwarte ich gerade irgendwas, könnte etwas passieren. Da macht es natürlich schon Sinn, den Ton anzulassen. Aber packt das Handy auch einfach mal weg. Ich bin wirklich jemand, der das Handy dann nicht greifbar sozusagen liegen hat, sondern es wirklich ein bisschen weiter weglegt, dass diese Versuchung, die ich anfangs auch gespürt habe, einfach weggeht und irgendwann hat man diese Versuchung nicht mehr. Auch der Fernsehen. Ja, man guckt da mal hin und dann guckt man und schaut und bleibt so hängen und weiß dann schon gar nicht mehr, dass man eigentlich lesen wollte. Das gleiche gilt natürlich für den PC. Wenn euch Musik irgendwie ablenkt, schaltet die auch aus, schaltet euch vielleicht irgendwie so ein bisschen was Klassisches ein oder Filmmusik, wo halt vielleicht wirklich möglichst wenig Ablenkung ist. Ich habe zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal entdeckt, der macht so Ambience-Musik, wo man also das Gefühl hat, man sitzt an einem prasselnden Feuer oder es regnet oder man hat Wellenrauschen. Sowas finde ich super entspannend beim Lesen. Versucht euch nicht ablenken zu lassen. Also müsst ihr im Grunde all das, was euch ablenken könnte, weglegen. Das Einzige, was mich ablenken darf, sind beim Lesen in der Regel meine Katzen. Die sperre ich nicht hinaus, die dürfen kommen und kuscheln und schmusen und dann ist das auch gar kein Problem. Aber schafft euch hier einfach die Möglichkeit, gar nicht in Versuchung zu kommen. Und der letzte Tipp für diese Kategorie, sag ich mal, ist, nutzt einfach mal Lücken am Tag zum Lesen. Also sei es die Mittagspause, die Wartezeit auf die Bahn, die Arbeitszeit, Wege, wenn ihr vielleicht mit den Öffentlichen unterwegs seid. Versucht euch einfach diese Lücken, wo ihr irgendwie sagt, ich habe hier zum Beispiel eine halbe Stunde Pause, oh, das Wetter ist heute schlecht, zum Rausgehen. Nehmt euch das Buch einfach mal mit. Und wenn ihr es dabei habt, werdet ihr merken, dass ihr dann auch einfach mal dazu greift. Und jetzt könnte man sagen, oh, bis ich in der Geschichte drin bin, ist die Pause schon wieder rum. Ja, das kann durchaus so sein, aber es ist eine halbe Stunde, in der ihr wieder gelesen habt. Oder auch Fahrzeiten in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder wenn ihr auf die Bahn wartet. Oder wenn ihr im Wartezimmer beim Arzt sitzt oder irgendwelche anderen Termine habt, wo ihr denkt, oh, da werde ich warten müssen, packt euer Buch ein oder auch natürlich das E-Book, funktioniert auch mit einem Hörbuch und hört und lest einfach in dieser Zeit. Im Sommer in der Mittagspause gehe ich unglaublich gerne auch einfach mal eine Runde bei uns um den Block, also von dem Bürogebäude. Und da habe ich auch mal super gerne einfach die Kopfhörer drin, lasse mir ein Hörbuch vorlesen und gehe entspannt einfach so ein bisschen durch das Grün, durch die Sonne und genieße meine Pause. Und mich entspannt das viel, viel mehr, als wenn ich einfach rumsitzen würde und aus dem Fenster gucken würde. Oder vielleicht sogar, man kann das ja natürlich jetzt auch sagen, man kann da mal eine Gehmeditation und Ähnliches machen. Ja, oder auch einen Podcast hören, na, aber es geht ja darum, mehr zu lesen. Und das versuche ich in solchen Momenten. Auch wenn ich heute einen Arzttermin habe, ich habe immer ein Buch dabei, weil man weiß einfach, dass man in der Regel bei vielen Ärzten doch ein Stückchen ja, warten muss. Und selbst wenn es nur 10 Minuten sind, hat man einfach wieder 10 Minuten mehr Lesezeit, die man sonst vielleicht mit Umherstarren verbracht hat oder man hat diese bakterienverseuchten Zeitschriften auf dem Tisch angefasst und gelesen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen,
dass man nicht mehr in der Gegend umherstarren sollte. Das möchte ich damit nicht sagen. Es geht wirklich nur darum, wenn ihr mehr Zeit schaffen wollt, euch da einfach ein paar Tipps zu geben. Und das ist für mich wirklich sowas, wo ich sage, einfach mal zwischendurch eine halbe Stunde oder man wartet auf Freunde, bis die kommen, hat man eine halbe Stunde, weil man vielleicht schon fertig ist mit den Vorbereitungen, dann setzt man sich hin, nimmt das Buch und liest einfach entspannt. Und das sind einfach so die Dinge, die ich tatsächlich tue, die ich merke, dass das andere nicht immer tun. Man kann jetzt natürlich auch sagen, man sollte abends nicht stundenlang durch den Fernseher zappen, man schaltet vielleicht auch das Trash-TV nicht ein, aber das ist natürlich alles Geschmackssache und das möchte ich auch gar nicht irgendwie anders bewerten oder nach unten bewerten oder ähnlichem. Jeder hat ja so seine Hobbys und wer eben zum Beispiel super gerne Trash-TV guckt, weil das ihnen Spaß bringt, dann ist das auch absolut in Ordnung. Ja, ne? Also das möchte ich damit jetzt gar nicht sagen. Ich möchte Lesen nicht anders bewerten wie ein anderes Hobby. Aber es ist ja für all die gedacht, die eben sagen, sie würden gerne ein bisschen mehr lesen und was kann man da tun? Und das waren jetzt meine 5 Tipps. Vielleicht habt ihr ja als Leser auch noch den ein oder anderen Tipp und wollt den mit uns sozusagen teilen, dann packt die gerne mal in die Kommentare. Da wäre ich sehr neugierig, sehr gespannt, auch welcher Tipp euch vielleicht geholfen hat, immer mal mehr zu lesen. Also wenn ihr jetzt schon sagt, oh, ich habe mir das und das vor einem halben Jahr vorgenommen, das klappt super, schreibt das ebenfalls gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Dinge habt, die ihr vielleicht irgendwie bei meinem Kanal, bei meinen Videos auf Instagram irgendwie seht, wo ihr euch fragt, Mensch, wie schaffst du es, davon mehr oder anders irgendwie was zu machen, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Dann kann ich das gerne mal für nächstes Video mitnehmen. Und es geht ja darum, euch Tipps zu geben, nach denen ihr fragt. Und ich hoffe, dass die 5 Tipps euch jetzt einfach so ein bisschen weitergeholfen haben. Und würde mich auf viele Kommentare und auf den Austausch darüber sehr, sehr freuen. Sagt mir auch gerne mal, wie ihr die Videoidee sozusagen findet. Auch gerne mit einem Daumen hoch. Infos findet ihr auch ein paar in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.